Herzlich willkommen bei uns im Baumhaus. Ich kenne das Haus, seit ich ein Kind bin. Mich hat es immer schon fasziniert wegen dem Baum und dem Haus. Und die haben einen Teil vom Dach freigelassen für den Baum. Und das macht einfach in einer Million Österreicher nur einer. Und der hat das gehabt. Und ich habe das immer sehr charmant gefunden, schon als Kind, und sehr verwunschen. Genau, und dann war es zum Verkaufen. Wir haben es gekauft und haben es komplett renoviert. Ich habe es als Grundidee, so Wohnungen und Häuser von Amsterdam, New York, Paris gehabt, die ja auch auf sehr kleinem Raum leben. Deswegen habe ich mir gedacht, wir brauchen da gar nicht viel mehr Platz. Im Nachhinein gesehen würde ich vielleicht schon auf meine Mama hören und das Wohnzimmer ein bisschen größer machen. Also unsere Küche ist eine ganz normale IKEA-Küche. Wir sind nicht die größten Köche, aber sie muss halt funktional sein. Ich habe mich bewusst gegen Oberschränke entschieden, weil wenn die Küche ein Teil von dem ganzen Wohnraumkonzept ist, dann wollte ich sie so minimalistisch und zurückhaltend wie möglich gestalten, deswegen auch schlicht und weiß. Sonst haben wir unser ganzen Zeug, die ganzen Geschirrsachen in alten Schränken von meinem Onkel. Der ist Anwalt und das ist die alte Kanzleieinrichtung. Das ist Mau, kleine Katze, kleines Sofa, kleines Haus, aber es ist trotzdem groß genug und wir haben irgendwie trotzdem genug Platz, um es als Familie dann abends nochmal den Tag ausklingen zu lassen. Generell ist so, ich liebe Möbelstücke oder einfach Sachen, Gegenstände, die schon mal ein Vorleben bei einem anderen Besitzer gehabt haben oder die einfach eine Geschichte erzählen können. Ich finde, die haben viel mehr Seele als so dieses 0815 Plastikkasteln von irgendeinem Anbieter. Das ist jetzt unser Baumraum und Lindas Arbeitszimmer. Da hat sie ihren Schreibtisch, der auch, wie man sieht, ein alter Schulschreibtisch ist von, ich weiß gar nicht von welcher Volksschule, aber wir haben ihn auf dem Dachboden bei der Familie gefunden und haben uns gedacht, das passt doch auch gut ins Baumhaus. Und was machst du? Ich tue da gerade mein Buch fertig. Aha, du schreibst ein Buch. Ich liebe mein Badezimmer, weil es so ein tolles Licht hat und ich da in der Früh wirklich über die Weinberge den Sonnenaufgang sehe. Und das Schmankerl, was wir im Keller gefunden haben, wirklich, wie wir dieses Haus hergerichtet haben, haben wir diesen unscheinbaren Kasten gefunden. Er war komplett zugestellt mit Zeug. Wie wir ihn dann geöffnet haben, haben wir gesehen, okay, das ist auch ein richtiger Schatz. Und zwar ist es unsere Badewanne. Das ist unser Schlafzimmer. Wir schlafen unterm Dach. Wir haben hier auch viele Sachen wiederverwertet, die wir gefunden haben während dem Umbau und so. Und das ist unser Schlafzimmer. Nebenan ist das Zimmer von meiner Tochter Linda. Und das ist meine Oma mit ihrem ersten Auto. Das haben wir uns als dieses Familienfoto haben wir uns als große Fototapete ausdrucken lassen. Wir haben ja wirklich viel wiederverwendet und weiterverwendet in dem Haus beim Umbau und unter anderem haben wir da den alten Küchenboden gerettet und die Holzbretter vom Küchenboden als Wandverkleidung benutzt. Willkommen in meinem Zimmer. Das ist mein Zimmer. Das haben mir meine Eltern zum 4. Geburtstag geschenkt und gebaut. Das war mal so was zum Aufschieben. Und dann haben sie es umgebaut zu dem. Und
habe ich so Kaffeehaus, so ein Schild gemacht. Und da drinnen sind so ein paar Kochsachen und zwei Sessel zum Hinsitzen und so eine Plastikblume und so einen Vorhang, wo man rausschauen kann. Hier noch meine kleine Feenwelt. Das ist so aus Playmobil. Und das habe ich zu Weihnachten bekommen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und dann habe ich es bekommen und dann habe ich mir gedacht, ich stelle es da hin, damit ich dann immer spielen kann. Und dann habe ich dann noch mal eine kleine Kuschelecke. Da stiebitze ich immer der Mama, wenn so irgendwas ist, so den Kasten. Die Wand in Lindas Zimmer ist auch ganz besonders gestaltet, nämlich mit Holzschindeln. Die haben wir aus Vorarlberg importiert ins Weinviertel, weil ihre Gotti ist aus Vorarlberg und im Bregenzer Wald sind ganz viele Häuser außen so geschindelt. Und ich habe das immer so herzig gefunden wie kleine Rüschen oder so. Und dann haben wir uns da mal 3 Säcke Holzschindeln geholt und der Martin, mein Mann, hat das dann in mühevoller Kleinstarbeit jede Schindel abends nach der Arbeit über Wochen da angetackert. Das ist mein Bett, kann man eh erkennen. Und da drinnen sind viele Kuscheltiere, naja, fast viele. Und da schlafe ich immer drin. Tschüss. Das ist unsere Terrasse. Und da haben wir einen zweiten Baum, nämlich eine Kirsche. Da sich die Firma, die uns die Terrasse beplankt hat, so viel Zeit lassen hat mit dem Aufbau, war ich irgendwann einmal am Abend da auf der Baustelle total frustriert. Und dann ist mir aber eingefallen oder aufgefallen, dass unten einfach noch so ein großer Bereich Wiese quasi da ist, innerhalb von der dem Terrassenfundament. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich brauche einen Baum, der durch die Terrasse wächst. Und dann habe ich angerufen in der Gärtnerei, die haben gesagt, naja, unüblich, weil Obstbäume möchte man normalerweise eher in der Nähe vom Boden haben, die Krone, damit man halt leichter das Obst pflücken kann. Aber er hat schon einen auch, wo die Krone erst auf 4 Meter anfängt. Und dann haben wir ihn eingepflanzt 2014 und da war er original so hoch. Und jetzt ist er echt schon sehr hoch, ist auch Schattenspender. Die Morgensonne im Sommer schattet er total gut ab und natürlich, er blüht extrem schön im Frühling und man hat dann halt die tollen Kirschen, die man auch noch naschen kann. Ein ganz wichtiger Bestandteil vom Baumhaus ist unsere Rutsche und die gibt auch den schnellsten Zugang zum Garten. Im Hauptbereich vom Baumhaus, so nennen wir das ja. Oh Gott, das war schlecht. Entschuldigung, das ist komisch. Entschuldigung, ich sag viel zu oft, das ist komisch. Bitte, bitte, bitte. Mama, bitte. Bitte. Warte, schau, jetzt kommt noch eine Frage. Du musst